Gut, ich habe in Leipzig, bin also in Dresden aufgewachsen, bin dann mit 16, 17 schon nach Leipzig gezogen, hatte dann da eine kleine Wohnung besetzt für 15 Mark Miete. Da bin ich mit einem Privatvermieter da übereingekommen, dass ich da wohnen kann, hatte also einen herrlichen Freiraum entwickelt und sah natürlich, wie diese Stadt verfällt zum Beispiel, nicht? Also das war ja, das konnte man ja Jahr für Jahr für Jahr beobachten. Es war ein wunderschönes Viertel in Stötteritz, wo ich dann sah, im gegenüberliegenden Haus waren alles dann kommunales Eigentum. Da weiß nicht, da war die Dachrinne kaputt, dann mussten die Leute oben ausziehen, dann die nächste Etage und die Häuser verfielen alle. Und es gab Taubenzecken und die schmutzige Luft. Also der Leidensdruck war, glaube ich, auf allen Ebenen gegeben. Man musste ja nur die Zeitung aufschlagen. Es war eine tägliche Ohrfeige, die man da bekam. Es war einfach verlogen bis auf die Knochen. Und es war ja auch eine ganz merkwürdige Atmosphäre in so einer Stadt. Also ich habe dann zum Beispiel in einem Musikverlag gearbeitet, bei Edition Peters. Und da war auch durchaus der Konsens, dass diese Welt nicht die beste aller Welten ist. Also da hat man auch kein Blatt vor den Mund genommen, also beim Mittagessen mit den Kollegen oder, also da wurde schon sehr viel auch gelästert, das war Konsens. Also da gab es kaum jemand, der da nicht mit einstimmte und wenn, dann war es deutlich, dass er das eben für seine Karriere machte. Also ich habe so viele wirklich, also natürlich, habe ich Buchhändler gelernt an so einer Schule. Da gab es natürlich dann schon sehr überzeugte Lehrer, auch sehr gefährliche Lehrer, aber das waren die Ausnahme, zumindest in meinen Augen in Sachsen. Ich habe mich dann manchmal, das führt vielleicht zu weit, also im Nachhinein, ich glaube, die Stimmung hier in Brandenburg zum Beispiel war eine ganz andere. In Sachsen, auch gerade in Leipzig, war der Leidensdruck schon sehr groß.